Italien als politisches Versuchslabor für Europa? Ein Vortrag von Matthias Rüb, Korrespondent der FAZ in Italien, den Vatikan, Albanien und Malta. Im Rahmen der Guardini Summer School 2019 in Rom. Ja, vielen Dank, Frau Windenburg, Herr Slatzka, vielen Dank, Professor Pöllerung, für die Einladung. Wie gesagt, ich bin jetzt seit gut einem Jahr hier und es ist ein Schweinsgalopp gewesen von Anfang an. Zuerst die Wahlen, die die Mehrheit zweier populistischer Parteien gebracht haben, Regierungsbildung und so weiter. Als ich das Programm Ihrer Summer School hier angeguckt habe, bin ich etwas gelb geworden vor Neid, weil alle diese Dinge konnte ich noch gar nicht machen, die Sie schon das Privileg hatten, hier in diesem wunderbaren letzten Augustwochenende zu machen. Als Auslandskorrespondent, das war mein Traumjob im Journalismus, deshalb bin ich gewechselt vom Feuilleton in die Politik, muss man ein bisschen, wie überhaupt als Journalist, universal-dilettant sein und muss hoffen, dass man etwas mehr universal als dilettantisch ist. Also man muss einen relativ breiten Zugriff haben und muss sich auch trauen, mit dicken Pinselstrichen zu malen. Das werde ich jetzt tun. Ich werde hoffentlich nicht so lange reden, sondern wir haben hoffentlich mehr Zeit, im Gespräch zu sein. Ich erkläre ganz kurz mein heuristisches Prinzip. Professor Verona hat schon erwähnt, das ist mein vierter Auslandsposten und ich habe immer die schöne Angewohnheit gehabt oder konnte mich der schönen Tradition nicht entziehen, dass im Radio in ganz vielen Ländern nachts immer noch die Hymne gespielt wird. Ich habe jetzt gewissermaßen, da ich ein Nachtmensch bin, habe ich vier adoptierte Hymnen, die ungarische, die amerikanische, die brasilianische und jetzt die italienische. Und muss sagen, es hat immer etwas, neben natürlich der Angeborenen, der Deutschen, und es hat immer etwas Luminoses, nachts um 12 Mitternacht die Hymne zu holen, das zu hören, das berührt einen. Und das versuche ich auch ein bisschen zu meinem heuristischen Prinzip zu machen. Also ich versuche in ein Land zu kommen und versuche es zu adoptieren als zweite, dritte, vierte Heimat, in der Hoffnung, dass es mich auch adoptiert. Also ich versuche mit einem Clean Sheet irgendwo hinzukommen. Ich habe auf meinen vorigen Posten erlebt, dass zumal die Korrespondenten aus Deutschland immer sehr viel Vorwissen mitbringen und vielleicht auch ein bisschen zu viel moralisches Urteil mitbringen. Also im Balkankrieg wussten die Deutschen, das ist ein Humbug, wenn die Völker sich nicht länger von Milosevic unterdrücken lassen wollen. In Amerika wussten die Deutschen, dass die Amerikaner verrückt sind, wenn sie George W. Bush gewählt haben. Jetzt sind sie völlig blöd geworden, weil sie Trump gewählt haben. In Italien sagt man, die sind alle komplett bescheuert, weil Salvini so stark werden konnte. Brasilien, noch ein Satz dazu, die sind auch gaga geworden aus dieser Position, weil sie den Bolsonaro gewählt haben. Also ich möchte einen Schritt zurück machen, versuchen zu erklären, wie kommt es dazu, ohne gleich, Entschuldigung, mit der deutschen Moralkeule über alles drüber zu hauen. Und ich versuche Italien jetzt in diesem konkreten Fall, wo ich noch ein Neuling bin, als Versuchslabor zu betrachten für das, was vielleicht überhaupt in Deutschland, auch in Deutschland und in Europa geschieht. Ich will nur drei Punkte erwähnen. Ich rede ganz kurz über die politische Situation, über die Mediensituation und dann auch, wie bestimmte Politiker mit der Kirche und mit dem katholischen Glauben umgehen. Erster Punkt, also Politik. Man konnte in Italien schon beim Ende der sogenannten Ersten Republik etwas erkennen, was sich auch dann in Deutschland und in anderen großen EU-Staaten entwickelt hat, nämlich das Ende der Volksparteien. Erste Republik sagt man 48 nach Ende des Zweiten Weltkrieges bis 94, als dann durch die manipulierte Untersuchungen das Korruptionskartell Tangentopoli der großen Volksparteien aufgedeckt wurde und dann sowohl auf der Rechten die Democrazia Cristiana wie auf der Linken die PCI, die Kommunistische Partei und die Sozialisten gewissermaßen pulverisiert wurden. Dann kam eine neue Phase, die bis jetzt eigentlich gedauert hat. Man spricht jetzt vom Ende der Zweiten Republik und dem Beginn der Neuen Republik, der Dritten, von der man nicht weiß, was sie hinführen wird mit dieser populistischen Regierung, die gerade gestürzt ist oder sich selbst abgesetzt hat, wo es nicht mehr klare Volksparteien gibt, die Großparteien. Also die Parteienlandschaft zersplittert sich, wird unübersichtlich. Die Volksparteien haben nicht mehr die Bindungskraft, die sie vorher hatten. Das erleben wir jetzt auch in Deutschland. Wir haben jetzt am Sonntag die Wahlen in Brandenburg und in Sachsen und wir werden dort sehen, dass die Volksparteien womöglich mit Glück noch ihren Posten als stärkste politische Kraft vertreten können. Das können sie in Italien schon lange nicht mehr.
Deshalb, was hier sich seit 1994 entwickelt hat, auch unter einer Figur wie Berlusconi, auf den ich kurz zu sprechen komme, das sieht man auch in anderen europäischen Ländern, in Deutschland zum Beispiel. Und was man besonders jetzt, seit ich hier aus Italien berichten darf, erkennen kann, ist der Aufstieg der Euroskeptiker oder ich will sie Souveränisten nennen. Es hat sich eingebürgert, der Begriff Populismus, der ein bisschen zu schwammig ist, weil er eigentlich nicht viel sagt. Auch Berlusconi ist eigentlich der Übervater des italienischen Populismus, aber er ist kein Souveränist und er ist kein Euroskeptiker, also er ist noch eine andere Figur. Aber was sich hier in Italien gezeigt hat, vor allem bei den Wahlen 2018, März 2018, war der Siegeszug der Souveränisten. Kumulativ haben die damaligen Wahlgewinner Cinque Stelle, die drittplatzierten, die Lega, die rechtsnationalistische Lega von Matteo Salvini und die Fratelli d'Italia, eine neofaschistische, man kann nicht mal sagen Splitterpartei, sondern Kleinpartei, haben die kumulativ alles drei euroskeptische, fast eurofeindliche Parteien 53% der Stimmen bekommen. Dann, Sie wissen, kam es zu dieser Bildung der Koalition, die jetzt zerfallen ist, aber die kumulative Mehrheit der Wählerstimmen für euroskeptische oder eurofeindliche oder souveränistische Parteien ist seit März 2018 nicht gesunken, sondern noch größer geworden. Bei den Europawahlen gab es, Sie erinnern sich wahrscheinlich auch, die komplette Umkehr der Kräfteverhältnisse innerhalb der jetzt zerfallenen panpopulistischen Koalition. Also nicht mehr die Cinque Stelle haben 33% und die Lega 17, sondern genau umgekehrt, die Lega hatte 34%, Salvini und Luigi Di Maio mit den Cinque Stelle 17-18%. Kumulativ gibt es immer noch deutlich mehr als die Hälfte der Stimmen, weil auch die Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens unter Giorgia Meloni noch stärker geworden sind. Letzte Meinungsumfragen haben wir inzwischen bei 56-46% kumuliert dieser euroskeptischen, souveränistischen Partei. Wie konnten die diesen Siegeszug antreten, der nach meiner Vermutung noch nicht zu Ende ist, auch wenn jetzt Salvini sich selbst sein Knie kaputt geschossen hat? Er wird noch weiter humpeln und womöglich doch noch dahin kommen, wo er hin wollte. Also dieses Gespenst des Souveränismus ist noch nicht verscheucht. Es sind zwei Dinge, die den Aufstieg dieser Souveränisten beflügelt haben. Und ich erwähne das deshalb, weil das auch in anderen Staaten der EU so ist. Und wahrscheinlich auch die Entwicklung innerhalb der EU, das Kräfteverhältnis innerhalb der EU und in vielen EU-Mitgliedstaaten prägen wird. Diese zwei Themen waren Immigration und die Gemeinschaftswährung Euro. Die Europäische Union hat es seit der großen Flüchtlingskrise 2015 nicht geschafft, einen Mechanismus zur gerechten Verteilung der Immigrationsflüsse zu entwickeln. Da gab es dann zu Recht oder übertrieben in verschiedenen Ländern das Gefühl, wir sind alleine geworden. Die Ungarn fühlten sich alleine gelassen, die Italiener zuallererst fühlten sich alleine gelassen, die Spanier, die Griechen. Und dieses Problem ist nach wie vor ungelöst. Immigration ist ein großes Problem, weil es auch mit der, Frage einer nationalen oder einer europäischen Identität zusammenhängt. Ich werde nachher noch darauf zurückkommen. Es gibt keinen Verteilungsmechanismus und es gibt deshalb die Argumentationslinie, die erfolgreich ist, dieses Amerika zuerst, America First von Trump, der auch Immigration zum großen Thema gemacht hat, als Souveränist in Amerika. Bolsonaro in Brasilien, dem größten, stärksten Land Lateinamerika, macht das auch. Und bekanntermaßen Salvini hätte auch gemacht, zuerst die Italiener. Das ist ein starkes Argument, weil es passt in das Narrativ, das die Souveränisten immer pflegen, nämlich wir sind die Vertreter der schweigenden Mehrheit, der kleinen Leute, gegen ein Dispositiv der Macht verschiedener Eliten. Man muss immerhin zugeben, dass das offenbar für viele Wähler überzeugend ist, von diesem Dispositiv der Macht zu sprechen. Das ist die europäische Bürokratieelite, es sind die sogenannten Mainstream-Media, es ist womöglich auch die katholische evangelische Kirche, die eine ganz explizite Position in der Einwanderungspolitik hat. Und deshalb können sie sich erfolgreich als Rebellen stilisieren. Sie sind Rebellen gegen
eine Elite und sie sind Rebellen gegen eine vermeintliche Macht, die ihre Identität, nämlich ihre nationale Identität, untergraben. Das war im Wesentlichen das Erfolgsrezept von Salvini. Italiener zuerst, wir lassen uns nicht länger zum Flüchtlingslager Europas machen. Wir tragen die Last alleine oder überwiegend. Ob das stimmt oder nicht, darüber kann man reden. Aber es ist eine Realität, die von vielen Wählern, von vielen Italienern auch so wahrgenommen wurde. Zweiter Punkt neben der Migration ist der Euro. Es war nicht für alle Staaten gleich glücklich wie für uns Deutsche, dass die Gemeinschaftswährung eingeführt wurde. Italien hat seit der Finanzkrise 2007, 2008 nicht die Wirtschaftskraft wiederentwickelt wie vor der Finanzkrise. Also Italien hat jetzt ein gutes Jahrzehnt der Stagnation. Daraus erklärt sich viel dieses Verdrusses über die gegenwärtige Lage und auch des Verdrusses über die Eurokraten. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, sind wir, und das kann man vielleicht lernen von den Souveränisten, von den Euroskeptikern, sind wir an eine Wegscheide vielleicht unserer gemeinsamen europäischen Geschichte gekommen, wo die europäischen Institutionen, die europäischen Strukturen, auch die europäische Gemeinschaftswährung zur Schwächung der europäischen Idee führt und nicht zu deren Stärkung. Das ist jedenfalls eine Argumentationslinie, auch eines, was hätte ich gesagt, Hausphilosophen von Salvini, Paolo Becchi in Genua, der sagt, die europäischen Institutionen, die EU und die europäische Idee sind nicht das Gleiche, im Gegenteil. So wie wir jetzt die europäischen Institutionen haben, nämlich stärkere Integration, Auflösung des Nationalstaates, Gemeinschaftswährung, die schwächt bestimmte Mitglieder, und sie stärkt andere. Und es wird Sie nicht überraschen, dass Salvini natürlich immer gerne auf die Deutschen, auf Angela Merkel und auch auf seinen Lieblingsfeind Emmanuel Macron einhackt, weil die gewissermaßen beispielhaft für die eurokratische Elite sind, die die nationale Identität, zum Beispiel der Italiener, die nationalen Selbstbestimmungsrechte der Italiener untergraben. Meine Vermutung ist, und ich nehme an, wir werden es übermorgen sehen bei den Wahlen in Brandenburg und in Thüringen, dass auch in Deutschland eine souveränistische Partei so stark ist, dass sie nur noch durch eine große Koalition der Gegner dieser Partei vom Griff zur Macht abgehalten werden kann. Also in Deutschland ist das gang und gäbe, mit der AfD nie. In Italien haben wir eine vergleichbare Position auch. Wir haben jetzt auch eine große Koalition zum Fernhalten Salvini. Die hat dasselbe herbeigebracht, aber es wird natürlich das Narrativ von Salvini hier in Italien verstärken und es wird das Narrativ der AfD, der Souveränisten in Deutschland und anderswo verstärken, dass es ein Machtkartell, ein Machtdispositiv gibt, das uns fernhält. Und das wird natürlich dieses zweite Element dieses Narrativs, wir sind die kleinen Leute, die von einer Elite unterdrückt werden, verstärken. Es gab einen Auftritt von Giorgia Meloni, der Vorsitzenden dieser neofaschistischen Partei Fratelli d'Italia, beim sogenannten CPAC in Washington. Das ist das Conservative Political Action Committee. Das sind die, das ist die politisch-intellektuelle konservative Kampftruppe der Republikaner, die sich einmal im Jahr trifft. Und sie hat dort einen Vortrag in englischer Sprache, in ordentlichem Englisch gehalten, wo sie gewissermaßen auf eine Formel gebracht hat, was die Souveränisten in Europa wollen. Sie hat gesagt, we don't want the United States of Europe, we want the United Europe of States. Also das ist die Formel, ich weiß nicht, ob die auf ihrem eigenen Mist gewachsen ist oder ob die anderswo herkommt, aber das ist die Formel. Keine United States of Europe, sondern United Europe of States. Das bedeutet eine Renationalisierung der Entscheidungsfindung, eine Renationalisierung der Identität, weniger Europa, mehr nationale Identität. So viel im Überblick zur politischen Lage. Ganz kurz jetzt zur Mediensituation und zum Kirchenkampf, hätte ich gesagt. Auch da kann man
im Blick auf die Lage der Medien und der politischen Nutzung der Medieninstrumente vielleicht in Italien etwas früher und stärker erkennen als in anderen Ländern. Berlusconi als der Übervater der Populisten hat noch gewusst, er braucht das Fernsehen. Deshalb hat er seine eigenen Fernsehkanäle aufgebaut. Er ist ja eigentlich von der Herkunft her ist er eigentlich Bauunternehmer und hat dann die Leute, die in seinen Häusern gewohnt haben oder die er dort untergebracht hat, gleich noch mit seinem Privatsender vertreten, mit seinen Privatsendern, Kabelsendern versorgt und hat dadurch seine politische Macht aufgebaut. Auch unser Gerhard Schröder, der ja eigentlich auch ein geborener Populist war, hat auch gesagt, was er braucht, ist zum Machterhalt oder zur Erlangung der Macht, ist die Bildzeitung und die Glotze. Diese Phase, dass es Printmedien ist, für die ich ja als Saurier auch noch stehe, und die Glotze, die ist längst vorbei. Und das kann man hier an der Art und Weise, nochmal, wie Salvini Politik macht, besonders gut erkennen. Zum Narrativ, dass es dort eine Rebellenbewegung gibt, passt auch die Formel von der Lügenpresse oder von den Mainstream Media, wie es in Amerika heißt. Das heißt, es werden bestimmte Diskurse werden durchgesetzt. In Deutschland, wir schaffen das. Bei Gewaltverbrechen von abgelehnten Asylbewerbern wird die Nationalität des Täters nicht genannt, weil das ja keine Rolle spielt. Also, wie gesagt, es sind keine altmodischen Unterdrückungselemente, die zensieren, sondern es ist ein Dispositiv der Macht, das die Diskurse prägt. Und zum Selbstbild des Rebellen, Salvini gehört auch in den Mainstream-Media, die Giornalonis und die Professoronis, entschuldigen Sie, die sagen sowieso, was allgemein im Dispositiv der Macht gesagt werden muss. Aber wir reden, wie uns erstens der Schnabel gewachsen ist und wir sind die Vertreter der Meinung des Volkes. Wie tut er das? Über die Social Media. Es gibt keinen Politiker in Europa, der so viele Follower auf Facebook, Instagram und Twitter hat. Das heißt, man braucht jetzt den Mediator, den Mittler zur Verbreitung der Nachricht. Nachricht braucht man gar nicht mehr. Man hat den direkten Zugang vom Verbreiter der Nachricht zum Rezipienten der Nachricht. In Italien, so ist meine Empfindung, ist die Macht der sozialen Medien, sei es jetzt Salvini und jetzt inzwischen auch Giuseppe Conte, der das sehr schnell und sehr virtuos gelernt hat, ist viel größer als zum Beispiel in Deutschland. Also Sie erinnern sich vielleicht in Deutschland als der YouTuber, wie hieß er, Rezzo, nein? Genau, als der kam, war die CDU erstmal aufgescheucht. Wie kommt das, dass da einer auf YouTube uns niedermacht und wir können uns nicht wehren? Also hier sind die Parteien viel weiter. Sie bestimmen selbst den Diskurs. Salvini hat 3,8 Millionen Follower auf Facebook, 1,3 Millionen auf Instagram und 1,13 Millionen auf Twitter. Also der hat schon, die Auflage der FAZ ist inzwischen bei 250.000. Also davon könnte man träumen, von so einer potenziellen höheren Leserschaft. Also die traditionellen Medien sind im politischen Diskurs fast verabschiedet. Jedenfalls haben sie ihre Definitionsmacht verloren. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass die Mainstream-Media natürlich deshalb diese souveränistischen oder rechtsnationalistischen oder populistischen Parteien meiden oder vielleicht sogar ein bisschen an den Rand schreiben, weil sie in ihrem Narzissmus gekränkt sind. Also auf Deutsch gesagt, Salvini braucht unser Eins von einer Zeitung nicht mehr, um seine Botschaft rüberzukriegen. Viele finden das anstößig, dass einer direkt mit dem Volk kommunizieren kann über die sozialen Medien, als die üblichen Kommunikationswege der traditionellen Medien zu benutzen. Also, es gibt neue Kanäle, eine Botschaft, die in den Mainstream-Media vielleicht nicht so dargestellt wird, wie sie in der gesellschaftlichen Wirklichkeit schon bedeutsam ist. Es gibt Möglichkeiten, diese Botschaft durch andere Kanäle an den Mann, an die Frau, an den Wähler zu bringen. Dritter, letzter Punkt, hoffentlich ein bisschen kürzer, der Kirchenkampf. Wieder Salvini, weil man an ihm doch sehr viel beispielhaft zeigen kann. Sie wissen vielleicht, dass Salvini es sich zur Angewohnheit gemacht hat, bei Demonstrationen das Kruzifix zu küssen oder den Rosenkranz. Er hat auch schon mal bei der Abschlussdemonstration vor dem Mailänder Dom vor der Europawahl Ende Mai eine Bibel wie eine Monstranz gezeigt.
Und er fordert offen mit seiner Migrationspolitik, die ja sehr harsch ist. Klappe zu, Tor runter, Hafensperren, Gewässersperren, keine privaten Hilfsschiffe gegen die Buren, das, die Gutmenschen. Er fordert keinen anderen als Papst Franziskus mit dieser Position heraus. Also, er sagt, die Amtskirche, der Vatikan, bekanntermaßen ein Vertreter, was man theologisch wahrscheinlich gut begründen kann, der offenen Arme, der offenen Türe, vertreten nicht die Mehrheit der italienischen Katholiken. Ihr italienischen Katholiken könnt wie ich dafür sein, dass wir nicht sagen, wir nehmen jeden auf. Schluss, wir machen die Grenzen zu. Italiener zuerst, das ist nicht unchristlich. Ich als gefallener Sünder, zwei Kinder von verschiedenen Frauen, geschieden. Er sagt selber, ich bin kein Vorbild, aber ich bin ein gläubiger Katholik. Und ich habe genauso das Recht, den Rosenkranz vorzuzeigen, das Kruzifix zu zeigen, was er auch in seiner letzten Debatte gemacht hat, als er von Giuseppe Conte im Senat abgemeiert wurde, hat er auch wieder das Kruzifix gezeigt. Also er stilisiert sich gewissermaßen als katholischer, als christlicher Rebell gegen eine Amtskirche, die gemeinsam mit dem politisch-medialen Machtpositiv eine Politik vertritt, die die Nation schwächt und die Immigration fördert und dadurch die nationale Identität der Völker Europas untergräbt. Das passt auch sehr gut in dieses Dispositiv der Souveränisten hinein. Und so sehr man sagen kann, das Gebot der Nächsten und der Schwächstenliebe gebietet, dass man als gläubiger Katholik für eine Politik der offenen Arme, der offenen Türen ist, so wenig kann man unmittelbar nachvollziehen, dass auch Papst Franziskus sich hier in dem politischen Diskurs dergestalt einschält, dass er sagt, so hat er jüngst in einem Interview mit La Stampa gesagt, dieses Wir zuerst, America first, prima l'Italiani, das erinnere ihn an den Diskurs Hitlers 1934. Und das gipfelte dann sein Interview, das kein theologisches Interview war, sondern wirklich ein explizit politisches Interview, dass er gesagt hat, der Souveränismus, und das sind seine Worte, ist immer eine Übertreibung und diese Übertreibung führt zum Krieg. Das war eine explizit politische Stellungnahme, keine Stellungnahme eines Kirchenmannes und eines Priesters. Und da sieht man, dass auch in diesem Kampf um den Glauben, um die katholische Seele, hätte ich fast gesagt, Italiens, dass dort auch der Souveränismus, der Nationalismus gegen eine Weltkirche sich zur Wehr setzt. Und wenn man sich vor Augen führt, dass 80% der Italiener und der Italienerinnen nominell Katholiken sind und man sich nochmal vor Augen führt, dass mehr als die Hälfte der Wählerschaft für solche souveränistischen Parteien gestimmt hat, dann muss man auch sagen, dass offenbar sehr viele Katholiken nicht mehr ihrem Vater, der Richtungsweisung ihres Kirchenvaters Franziskus glauben, sondern dass sie anfällig sind oder susceptible, dass sie offen sind für die Botschaft dieses auch renationalisierten christlichen Glaubens. So, das war jetzt wahrscheinlich doch wieder zu lang. Ich habe einfach einige Denkanstöße vielleicht geben können und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank.